Herr Bürgermeister, Magister Stögel, erstens einmal danke für Ihre Zeit, die, so wie ich mir einen Voreindruck machen konnte, nicht gerade weit geräumt ist, weil Sie als Bürgermeister ja für alle Anliegen der Bevölkerung in Burkersdorf zuständig sind. Und so komme ich zu meiner Eingangsfrage, was macht einen guten Politiker aus? Das ist eine Frage, die man leicht und schwer beantworten kann. Leicht darin, wenn ein Politiker sehr volksverbunden ist, auf die Menschen zugeht, wenn er versucht, die Wünsche und Bedürfnisse und Anliegen zu berücksichtigen und soweit es möglich ist umzusetzen, dann gehört er sicher zu den guten Politikern. Ein Politiker soll aber nicht nur erfolgsnah sein und verbunden sein mit der Bevölkerung, sondern er soll auch mitten in der Bevölkerung leben. Das heißt, er soll nicht abgehoben sein und nur in den First-Class-Restaurants gehen, sondern halt in Gasthäuser gehen, auf Sportplätze gehen, bei kulturellen Veranstaltungen dabei sein. Und drittens, ein Politiker muss auch wissen, was er will. Er muss Konzepte haben, im Kleinen wie im Großen. Er muss wissen, wie man einen Ort weiterentwickelt, wie man ihn gestaltet, wie man ihn visionär entwickelt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Dasselbe gilt aber für einen Landtags- und Nationalratsabgeordneten. Dasselbe gilt auch für Regierungsmitglieder im größeren Ausmaß natürlich. Und gerade in meiner ehemaligen Funktion als Innenminister habe ich doch sehr viele Dinge umgesetzt, die heute noch immer sehr gut und sehr wichtig sind. Das wollte ich eben eingehen. Sie waren ja Innenminister, Herr Magister. Und jetzt sind Sie, Sie waren vorher schon mal Bürgermeister von Burkersdorf und sind es wieder, wenn ich richtig recherchiert habe. Das heißt, Sie haben als einer der wenigen, den man rausrecherchieren konnte, geschafft, den Spagat zwischen einer hohen Regierungsfunktion, die Sie immer gehabt haben, und jetzt dem, sagen wir so, Down-to-Earth-Arbeiten mit Bürgern, mit einfachen Anliegen, komplexen Anliegen. Wie kriegt man das hin? Muss da das Persönlichkeitsprofil passen? Ist das eine Charakter- und Typusfrage oder womit hängt das zusammen? Es hängt natürlich vom Charakter ab, wie jemand gepolt ist. Mir hat das immer Spaß gemacht, mit den Menschen gemeinsam etwas zu entwickeln. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen. Ich habe mein Studium verdient, in dem ich als Kellner gearbeitet habe. Ich habe immer eine Verbindung auch als Innenminister zur Bevölkerung gehabt. Ich habe, glaube ich, jeden Polizei- und Gendarmerieposten in Österreich besucht. Ich habe einmal in der Woche eine öffentliche Sprechstunde gehalten, wo jeder aus Österreich zu mir hat kommen können und seine Anliegen vorbringen. Ja, wenn man das als Prinzip nimmt, dann ist das sehr gut. Bruno Kreisky war ja damals auch über sein Telefon in der Armbrustergasse eigentlich für jeden Menschen immer erreichbar. Das haben Sie eigentlich auch ein gutes Beispiel geliefert. Sie haben, so wie ich es bemerkt habe, keinerlei Berührungsängste auch. Und da komme ich zum Hauptthema meines Anliegens bei Ihnen. Die Links-Rechts-Denke ist nicht Ihre. Das heißt, so wie ich sie wahrgenommen habe, kategorisieren Sie niemanden ab, sondern schauen, offen auf jeden zuzugehen. Das heißt, zu sagen, rechts, das ist nicht meine. Sie waren als SPÖ-Politiker immer kompromissbereit und offen für verschiedene Seiten, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also ich war immer einer, der versucht hat, die Mitte zu gewinnen und der immer versucht hat, mit allen Parteien möglichst ein gutes Einvernehmen zu haben und nicht die eigenen Ideen alleine durchzusetzen, sondern sich dessen bewusst sein, dass auch andere politische Parteien und andere Persönlichkeiten, andere politische Lager auch gute Ideen haben. Ich habe also versucht, diese Ideen wie ein Schwamm aufzusaugen und wenn sie mir gut erschienen sind, habe ich kompromisslos das umgesetzt, was ich für richtig gehalten habe und nicht darüber nachgedacht habe, ob das jetzt in der Sinne meiner Partei ist oder nicht. Das heißt, Sie waren kompromissbereit und anscheinend macht sich das in der Praxis jetzt auch bezahlt. Sie haben ja sogar von den letzten Wahlen her zu den jetzigen wieder zugewonnen, was ja eigentlich fast noch unbekommen in Zeiten wie diesen ist. Der Burgersdorf hat knapp 10.000 Einwohner, 9.600, mit den zwei von Sitzen über 11.000. Und ich bin jetzt 7-mal angetreten als Bürgermeister und jede Wahl habe ich ein besseres Ergebnis als bei der vorigen Wahl gehabt. Das erste Mal, wie ich angetreten bin, 32%, bei der letzten Wahl jetzt 66%. Ein Ergebnis, das natürlich sensationell ist.
Na, jetzt frage ich ganz praktisch, wie wir große Probleme in der Regierung in Europa weiter. Sie waren ja Innenminister, waren in der Funktion, was ich recherchiert und herausgefunden habe, sehr beliebt und anerkannt. Wie kommen Ihre Erfahrungen jetzt von der kleinen Gemeinde Burkersdorf, obwohl sie über 10.000 Einwohner eigentlich schon hat, jetzt umlegen? Welche Tipps hätten Sie da, wie man mit der Bevölkerung, gerade als SPÖ-Politiker, so interagieren kann, dass man wieder Prozente dazu gewinnt, ganz einfach? Ja, die jetzige Situation der SPÖ ist keine erfreuliche. Ich glaube aber, dass die wichtigsten Leute in der SPÖ erkannt haben, dass dringend Umdenken in manchen politischen Fragen notwendig ist. Eines ist das gesamte Thematik der Flüchtlinge. So sehr ich es notwendig und wichtig achte, dass Asyl auch weiterhin gegeben wird, so muss man sich dessen bewusst sein, dass wir so wie wir im Vorjahr knappe 100.000 aufgenommen haben, das nicht in den nächsten Jahren unbegrenzt fortgesetzt werden kann, weil wir jetzt schon große Probleme haben, diese 100.000 Menschen in Österreich zu integrieren, was nahezu unmöglich ist. Wenn das weitergegangen wäre, wäre das desaströs für die Entwicklung unserer Republik gewesen. Sie sind ein Praktiker und Brückenbauer. Das heißt, den konditionierten Reflex, gegen rechts zu sein, FPÖ, wird man bei Ihnen wahrscheinlich nicht hören. So wie Sie es mal geschildert haben, hören Sie sich Ideen und Vorschläge an, bewerten die selber und nur aufgrund einer Partei Nein zu sagen, das ist nicht das Ihre. Je mehr man jemanden ausgrenzt, egal ob links oder rechts, desto interessanter macht man ihn. Und wenn man jemanden von vornherein sagt, mit dem nicht, ja, es gibt immer wieder Situationen, wo man dann doch muss oder sollte. Und ich halte dieses Ausgrenzen für sehr, sehr gefährlich. Ich habe das schon in meiner Zeit als Regierungsmitglied gesagt. Und wenn wir immer den gemeinsamen Weg suchen, dann ist es besser, als wenn wir den ausgrenzenden Weg suchen. Das heißt, es ist eigentlich wie in der Kindererziehung, wenn ich Kindern was nicht erlaube, wird es noch interessanter. Kann man das so verstehen? Einerseits schon, andererseits wieder, natürlich muss man auch jedem Grenzen setzen. Man muss Kindern Grenzen setzen und man muss auch politischen Parteien Grenzen setzen. Das heißt also, altes Gedankengut, Faschismus, den brauchen wir nicht und da muss man sich klar abgrenzen. Genauso wie ich auch der Meinung bin, dass man sich nach links klar abgrenzen muss. Also, so wie Sie eingangs gesagt haben, Sie sind ein Mann der Mitte. Die extremen Außenpole sind nicht das Ihre, aber die Nähe am Menschen, so kann man Ihr Profiling zusammenfassen. Das ist eine Zusammenfassung, die ich gerne höre, weil ich mich so empfinde. Aber ich glaube, dass die Mitte immer gut ist und dass alles, was extrem ist, Gefahr birgt zur Radikalisierung. Ja, Herr Magister Stöbel, Herr Bürgermeister, danke für Ihre kostbare Zeit und das Gespräch. Danke für das. So, danke.